Hallo und willkommen zur 28. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um unheimliche Katzenmythen aus aller Welt. Drückt uns ein katzenhafter Dämon nachts schwer auf unser Bett und nimmt uns den Atem? Saugen Katzen heimlich das Blut aus Schwachen oder Schlafenden oder gar das Leben? Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Und zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Schon immer haben Menschen versucht, sich bestimmte Ereignisse zu erklären, die sie nicht begreifen können. Dabei sind die abenteuerlichsten und schaurigsten Märchen und Mythen entstanden. Ein paar davon, die natürlich immer mit unseren geliebten vierbeinigen Samtpfoten zu tun haben, möchten wir euch heute vorstellen. Aber Vorsicht, Gruselgefahr. Der Alb oder Nachtalb. Ehemals als Mar bezeichnet, ist ein kleines schwarzes Wesen, welches im deutschsprachigen Raum schlafende Menschen und Haustiere anfällt. Nachts soll es auf ihnen lasten, um ihnen den Atem zu nehmen und sich so von den Albträumen zu nähren. Es tarnt sich gern als harmloses Haustier, wie beispielsweise eine Katze. Besonders bösartige Vertreter saugen ihren Opfern das Blut aus oder befallen stillende Mütter. Was hilft? Einfach die Nachttischlampe brennen lassen, da der Alb besonders lichtscheu sein soll. Der in Malaysien beheimatete Bayang ist ein Vampir, der im Körper eines totgeborenen Kindes wächst. Er wird dem Volksglauben nach durch Zauberer oder Hexen daraus befreit, um ihn für böse Zwecke oder Diebstahl einzusetzen. Er wird gefangen gehalten und bei Bedarf in Gestalt eines Marders oder einer Katze gegen Feinde eingesetzt. Was hilft? Ein von einem Experten ausgeführter Gegenzauber, bei dem ein Metallgefäß mit einem scharfen Messer ausgeschabt wird. Daraufhin sollen dem Bösewicht die Haare ausfallen. Das blutsaugende Hexenwesen Shordeva ist in Indien und auch bei einem bengalischen Stamm bekannt. In Gestalt einer schwarzen Katze sucht es Schwache und Alte heim, schleicht sich nachts in deren Häuser, frisst ihnen die Nahrung weg und saugt ihnen schlussendlich, nachdem es die Lippen seiner Opfer geleckt hat, das Leben aus. Als Dämon ist der Shordeva in Katzengestalt nur durch das schreckliche Miauen und die ungewöhnliche Wendigkeit von anderen Katzen zu unterscheiden. Seine ausstrahlende Kälte lässt jeden Menschen erschaudern. Was hilft? Laut der Enzyklopädie von Dämonen in den Weltreligionen und Kulturen lässt Weißdorn und Wasser in jeder Form dieses Wesen zurückschrecken. Ein Eisen- oder Holzpflock ins Herz bzw. direktes Sonnenlicht sind für dieses Wesen tödlich. Auch der japanische Nekomata erscheint uns in Katzengestalt. Zu Deutsch bedeutet dies die gegabelte Katze und bezieht sich auf die zwei Schweife, die diese dämonische Katze hat. Sie entwickelt sich aus unseren bekannten Hauskatzen, wenn diese besonders alt und fettleibig sind. Sie trinkt das Blut ihrer Besitzer, während diese schlafen, und hat die Fähigkeit, in Form einer Frau zu erscheinen und Menschen zu paralysieren. Was hilft? Nur nicht einschlafen. Dieser Dämon ist in Katzenform verwundbar. Die Rakshasa sind indische Dämonen, die mit der Verbreitung des Buddhismus Einzug in Mythen und Folklore gehalten haben. Sie sind erklärte Feinde der Menschen und drangsalieren sie in der Nacht oder stören bei Opferhandlungen, trinken deren Blut oder verzehren sie sogar. Sie können außerordentlich hübsch aussehen oder auch furchteinflößend und entstellt. Teilweise werden sie auch mit Tierköpfen und menschlichen Körpern dargestellt. Sie halten sich in der Nähe von Leichenverbrennungsplätzen auf. Sie gelten als Krankheits- und Todesbote. Was hilft? Tageslicht. Sie müssen sich bei Tagesanbruch in ihr Versteck zurückziehen. Und das war es auch schon mit dieser unheimlichen Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und nun zum Rätsel. Beim letzten Mal hat Maja das Sieb gesucht. Ihr habt es herausbekommen. Doch was sucht Maja dieses Mal? Zwei Augen habe ich, doch sehe ich nichts. Auch einen Mund, doch spreche ich nicht. Hab Ohren, Arme und Beine, doch kann ich gehen und stehen alleine. Liege in meinem Bettchen still, bis man mit mir spielen will. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns.
Sollte es euch gefallen haben, gebt doch Maya einen Daumen hoch. Und wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.